So, Lukas, jetzt noch einmal. 10 minus 3 ist gleich 6. Nein, so allmählich reißt auch bei mir langsam ein Geduldsfaden, mein Freund. Jetzt mache ich dir mal ein simples Beispiel. Jetzt hast du 10 Äpfel. Den ersten verdrückst du, der zweite ist verfault und den dritten schmeißt du auf Mehmets Kopf. Wie viele bleiben übrig? Es ist Mehmet. Das spielt doch keine Rolle, verdammt. Das war einfach nur ein Beispiel. Ach so, du meinst Memo. Ja, wie auch immer. 6 bleiben übrig. Herr, lass bitte Hirn regnen. Jetzt, ich habe eine Frage. Wie viel ist 10 minus 3? Hey, ich bin gekommen hier Spaß oder was? Wie viel ist 10 minus 3, bitte gefragt? 5. Warum 5? Ich mache dir jetzt ein Beispiel. In Corona-Zeit, wir bekommen 10 Leute zu Besuch. Okay. Kommen Polizei rein, Onkel Baschkim, Onkel Jeton und Tante Selvia werden rausgeschmissen. Wie viele Leute bleiben übrig? 6. Oh, warum? Wo du gegangen in die Schule? Wo? Anderes Beispiel. Ich gebe dir 10 Euro. Du Idiot, gebe 3 Euro aus. Wie viel ist übrig? Nichts. Warum nichts? Du würdest mir niemals 10 Euro geben. Oh. Jetzt sagst du mir, wie viel ist 10 minus 3? Ja, 6. Mamo, die Jebe, die gibst du her, Jebote. Jetzt, ich mach dir eine klassische... Was ist das für eine Kuli? Jetzt, ich mach dir ein klassisches Beispiel. Jetzt hast du 10 E-Klasse, Fullausstattung 350 CDI, bestimmt König in Kroatien. Jetzt verkaufst du von dieser 10 E-Klasse 3 Stück. Wie viel hast du übrig? Immer noch 6. Nein, ihr Bärblim. 5. Warum? 3 E-Klasse verkaufst du. Eine geht an Onkel Stiepe nach Troger, andere hat Finanzamt beschlagnahmt wegen Steuerhinterziehung, deswegen 5. Erst zuhören, dann reden. Bist du Mathe, Lina.